Was zum... Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Grounded. Ja. Die letzte Folge haben wir ja die Stinkekäfer, ne, gejagt. Und ich logge mich jetzt ein, noch keine zwei Sekunden später. Kam hier rechts oben, ne? Rache ist im Ansturm. Also Revenge. Revenge of the Sith. Jetzt ist natürlich die Frage, welche Basis greifen die an? Zählt das hier als Basis? Das ist ja mitten auf dem Wasser. Oder zählt nur eine Basis, die auf dem Boden ist? Das könnten wir hier jetzt mal abwarten. Ich habe nämlich keinen Plan, wo ich hin muss. Wisst ihr, wo ich das sehe? Sehe ich auf der Karte, wo sowas passiert? Oh. Ja, direkt hinter mir. Und was ist das? Oh, ich werde hier geradet. Okay. Genau hier. Also vorne müssen die sich ja erstmal durch ein paar Tore kämpfen. Das. Okay. Ich müsste mir ein paar Pfeile bauen. Die Schwachstelle ist immer noch hier hinten. Hier habe ich nämlich nur zwei Tore. Aber ich sehe nichts kommen. Kommt nichts. Wie lange dauert denn sowas? Wisst ihr das? Hilfe, Hilfe. Hilfe. Rache ist im Anmarsch. Ja. Okay. Ja, wo denn? Wo denn? Also ich sehe es auf der Karte, dass es hier passiert. Allerdings passiert halt nichts. Können die jetzt nicht kommen, weil ich auf dem Wasser bin? Oder da hinten wuselt was? Oh ja. Oh ja, ich glaube, da kommen Spinnen. Oh ja, da kommen Spinnen. Okay, gut. Ich brauche Pfeile. Oh, jetzt wird's interessant. Jetzt wird's nicht interessant, jetzt wird's gefährlich. Ein Spinnenraid. Alter. Treffe ich die von hier aus? Nee. Die machen mir alles kaputt. Waffe wechseln. Jetzt geht's ans Eingemachte. Los geht's. Nein. Oh, Glück gehabt. Glück gehabt. Nee, die machen mir alles kaputt. Das geht gar nicht. Das sind Stängel. Da brauche ich ewig, um die nochmal zu farmen. Das geht überhaupt nicht. Spinnen. Ich habe doch gar keine Spinnen. Kaputt. Doch, ich habe Wolfsspinnen getötet, ne? Ja, habe ich wohl. So, Leute. So geht das nicht. Ja, komm, Mann. Sofort. Oh, wieso treffe ich die nicht? So. Da liegen meine Pfeile rum. Bleibe ich hier draußen? Oh, ich muss das auf jeden Fall reparieren irgendwie. Ich habe kein Reparaturwerkzeug. Ja, bleibe ich mal hier. Nichts zum Essen, gar nichts. Ich bin null vorbereitet für sowas. Okay. Wo sehe ich denn, wie lange das noch dauert? Kommen sie? Kommen sie? Vielleicht kommen sie jetzt von der anderen Seite. Weiß es nicht. Andere Seite wäre doof. Nee, dort, wo es blinkt, ne? Machen wir mal. Habe ich noch. Ja, zwei habe ich. Reicht das? Ein Reparaturwerkzeug? Moment. Reparaturwerkzeug. Wo ist es? Wo ist es? Muss schnell gehen. Hilfe. Reparaturwerkzeug da. Reicht nicht.
Ah, das ist scheiße. Ist doof. Ja, gut. Klar. Passt nicht. Okay, gut. Was wollte ich jetzt? Essen, ne? Essen wollte ich. Jetzt nimm das doch. Ist schon vorbei? Wie ist es vorbei? Ist es vorbei? Ich habe gewonnen. Habe ich gewonnen? Okay. Aber repariert werden muss es ja trotzdem, ne? Ja, wo kommen jetzt diese Spinnenweben her? Die waren doch eben nicht da. Also müsste doch eigentlich hier irgendwo noch so ein Spinnchen rumhängen. Okay, das war jetzt ja nicht so dramatisch, oder? War das jetzt dramatisch? Wie schneide ich das denn zusammen? Ah, ich lasse mal was einfallen. Gibt's so einen Sound? Kann man bei Grounded irgendwo auf der Webseite Sounds runterladen? Vielleicht. Weiß es nicht. Okay, wie viel Uhr haben wir? Ah, 2019, ja komm. Gehen wir mal ins Bett. Okay. Gut, das waren jetzt heftige 3 Minuten. So, den essen und ja, kommt noch ein. So, dann hier wieder alles schön einsammeln. Vielmehr, das kommt gleich hier hin, weil mit Spinnenweben alleine kann man ja gar nichts mehr machen, ne? Oder? Na, jetzt gehen ja da 5 drin. Okay, gut. Aber egal. Habe ich geschlafen? Habe ich. Aber wir können doch das noch machen, ne? So. Dann nur noch 5. Dann sind wir da auch durch. Okay. Alles kommt hier rein. Dann Spinnenteile. Was war das denn für ein Raid? Lächerlich. Ihr Spinnen seid lächerlich. Was waren das insgesamt? 3 Spinnen? Yo. Dachte, ich könnte mal eine spannende Folge aufnehmen. Aber das war ja... war ja gar nichts. Das war überhaupt nichts. Okay, gut. Ja, dann ist es halt, wie es ist. Und ich wollte hier überall andere Türen einbauen, ne? Deshalb kommst du mal weg. Andere Seite auch, aber da habe ich noch nichts gebaut. So, das hat jetzt irgendwie mich total aus dem Konzept gebracht. Ehe ich jetzt oben weiterbaue, komme ich auf das zu sprechen, was ich gestern angesprochen habe, ne? Und zwar, es war mir bewusst, wenn ich in der Zeit lang nichts aufnehme, dass ich dann ja natürlich, Abonnenten verliere. Das war mir schon bewusst. Aber ich habe die Abonnenten verloren, nachdem ich nochmal angefangen habe mit Video produzieren. Das ging ja nicht, wisst ihr ja. Internetprobleme, bla bla bla, tedere. Danach habe ich dann Abonnenten verloren. Davor auch schon ein paar, aber es sind immer ein paar dazugekommen und dann jetzt geht es nur noch bergab. Jetzt ist meine Frage, liegt es an meinen Inhalten? Ist es so langweilig geworden? Oder ist es, weil ich kein Oxygen not included mehr bringe? Weil das habe ich nämlich seit dieser Zeit gar nicht mehr aufgenommen. Satisfactory schon. Und habe ich ja gesagt, ne, das ist im Moment das Spiel, das mir am meisten Spaß macht. So, jetzt habe ich geguckt. Also bis noch vor einem Monat, zwei, wurden meine Videos sogar von YouTube vorgeschlagen. Jetzt wird hier nichts mehr vorgeschlagen. Das bringt mich dazu, ja, vielleicht ein bisschen zu betteln, dass ihr vielleicht ein bisschen mehr Daumen nach oben gibt und den Kanal weiterempfiehlt.
Aber nur, wenn es euch gefällt, ne? Also nicht nur wegen mir. Und ja, viele Kommentare schreibt. Das hilft, glaube ich, auch. Normalerweise tue ich sowas nicht, ne? Ich spreche es nicht an, weil ich möchte auch nicht. Spark hat das zum Beispiel vor jedem Video gemacht. So ein Video, wo er so rumgestanden ist. Ja, Leute, ihr müsst ja Daumen hoch und abonnieren und Dings und der YouTube-Algorithmus und hin und her, ne? Ich habe das nicht gewollt. Ich habe dann Spark eine Zeit lang auch gar nicht mehr geguckt. Aber einmal darf man das wohl noch sagen, oder? Gut, das war das zu dem Thema. Wie gesagt, liegt's an mir? An den Inhalten? An den Spielen? Oder liegt's einfach nur... Keine Ahnung. Ja doch, an den Spielen, weil ich zu wenige Spiele bringe. So. Nehmen wir uns hier mal ein paar Steine raus und dann machen wir mal was Vernünftiges. Ne? So. Okay. Wir bauen eine Burg. Und das in 2022, ne? So, mach mal das Schwert weg. Das macht doch gar keinen Sinn. So. Wo mache ich denn weiter? Okay. Oh, ne, hier kommt auch nochmal ein Turm hin. Ich wollte auf der anderen Seite den Turm versuchen, ne? Da wollte ich versuchen, das ein bisschen anders zu lösen. So, und zwar... Das ist ja schon mal gerade doof. Aber das kann man ja umbauen. Ich brauche eine Mauer. Nee, das brauche ich nicht. Ich brauche eine Mauer. Das brauche ich auch nicht. Ich brauche eine ganz normale Mauer. Mann! So was. Ne? Okay. Erstmal nur anzeichnen. Geht einer rein und geht dann hier so weiter. Das ist dieser... Bereich. Der geht dann nochmal so rüber. So, ne? Okay. Da sind es zwei. Hier ist es nur einer. Das passt soweit. So, und jetzt wollte ich aber diesen Turm, der da hinten nach außen geht, den möchte ich hier gerne weglassen. Also, sprich, das muss weg. Und das muss weg. Und dafür hätte ich gerne... No. Dafür hätte ich gerne halbrund. Wo sind sie? Bogene Pilzwand. Genau. Die hätte ich nämlich... Okay, also da muss das auch weg. Das geht aber dann auf der anderen Seite nicht. Oder? Wir werden das sehen. Eine gebogene Pilzwand, die hier so ringeht, ne? Dann hier so weitergeht. Was nicht funktionieren wird. Aber es könnte funktionieren mit einer geraden Wand. So, das würde gehen. Und jetzt brauche ich hier innen dann nochmal die gebogene Pilzwand. Wo ist sie? Da. Okay. Das muss ja ein Turm werden. Also kann ich den da so hin platzieren. Könnte ich sogar. Sehr heavy. Den brauche ich natürlich auf dieser Ebene noch nicht, ne? Aber jetzt steht hier Standard belegt. Ne, da und kann ich das dann hier zumachen? Ja, das habe ich befürchtet. Dass das nicht mehr funktioniert. Ne? Wenn ich es nämlich hier zumachen will, dann ist hier der Standard belegt. Und wenn ich den wegmache, geht das wohl. Aber dann kriege ich hier keine Wand mehr hin. Also keine Außenwand. Hallo? Was ist denn jetzt los? Dahin? Wieso bin ich jetzt hier in der Lücke? Wieso habe ich hier in der Lücke? Achso, das Ding ist falsch. Das noch mal so. Ich wusste schon, dass das dann irgendwo stört, ne? Und siehst du, und da kriege ich das hier nicht hin. Ja,
Ja. Auf dieser Ebene brauche ich es aber auch nicht. Ja, dann geht das oben auch nicht. Nee, dann... Vergesst alles, was ich gesagt habe. Dann funktioniert es halt nicht, ne? Okay, schade. Dann muss ich das genauso bauen wie da drüben. Der Turm muss außen ran gepflanzt werden. So. Hm. Nochmal so. Wo ist jetzt das halbrunde Ding hin? Da. Der Turm muss hier angepflanzt werden. Angepflanzt, angepflanzt, angepflanzt. Warte, wie habe ich denn das da hinten gelöst? Hatte ich da auch so ein Dreieck hingebaut? Müsste ich eigentlich, ne? Nö. Nö, habe ich gar... Doch, habe ich. Deshalb. Okay, deshalb geht das. Alles gut. Brauche ich ja nur das Ding wegnehmen. So. Dann müsste es gehen. Okay, da okay. War das jetzt einmal raus, ne? So? Ja. Das ist echt. Man ist halt begrenzt hier beim Bauen und ja, so ist das gar nicht. Doch, es müsste so sein. Nur einen weiter, ne? Okay. Genau, ich habe da zwei Wände. Was habe ich hier? Zwei Wände. Warum geht das dann nicht? Ach, Junge. Ne? So? Na, eigentlich schon, ne? So und... Hä? Ach so. Ja klar. Ja, natürlich. Hier ist ja eins weiter, ne? Ja, da bräuchte ich das Ding ja gar nicht. Das ist ja super. Das ist echt super. So, und dann muss hier nochmal eine gerade Wand hin. Da, ne? Ganz genau. So, habe ich hier unten ein Fenster? Jo. Aber nur an der Stirnseite. Da kommt hier auch nochmal ein Fenster hin. Kann ich ja so machen. Zack, Fenster hin. Dann. So. 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 Und so. Ne? So sollte das passen. Das Blöde ist, wo mache ich dann die Kapelle hin? Schwierig, ne? Also, hier hat so eine kleine Ausbuchtung. Da würde ich doch sagen, dann kommt die Kapelle hier hin, oder nicht? So. Okay, jetzt müssen wir natürlich auch hier drin. Und zwar von beiden Seiten. Mache ich hier einen Eingang? Vielleicht mache ich hier einen Eingang, ne? Hier kommt dann... Was habe ich gesagt? Ich will die alle austauschen mit normalen Türen. Wo sind sie? Das ist eine... Nein, das ist nicht... Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Achso, da. Da eine Tür hin und... hier hinten dann... gegenüber nochmal eine Tür. Und zwar hier. Okay, das wäre aber dann... Eine gebogene... Oh, das ist schwierig. Das ist jetzt schwierig. Eine gebogene Tür, ne? Gebogene... Bababab. Wo ist das? Gebogene ist nicht hier. Ist nicht hier, ist nicht hier. Doch. Gebogene, stabile Tür. Ne, ne, ne. Ganz normale, gebogene Tür. Gibt es die nicht? Warte. Eine gebogene Tür gibt es nicht? Gebogene Stängelwand mit Fenster. Ja, super. Stängelwand? Nee. Gibt doch gebogene Türen. Ist irre? Hier. Ach, gebogene stabile Tür. Ja,
Passt schon. Passt schon. Ja, die kommt dann hier hin, ne? Würde ich mal so machen. So. Ein bisschen was einfügen. Mein erster Raid. Und schon. War er doof. Der war doch echt doof. Müsste er zugeben, oder? Ich dachte, ich hätte jetzt was zum Fighten, aber nee, dem war dann doch nicht so. So, hier kommt die Tür. Dann kann man hier hoch. Das passt soweit. Okay. Dann geht es hier weiter. Und zwar... So. Wo sind so die gebogenen Dinger? Ja, wo waren die? Hallo? Gebogene Wand. Ja. Nee, eigentlich nicht. Ich brauch's. Oder? Wie habe ich das da hinten gemacht? Aha. Okay. Eine gebogene Tür. Wie gehabt. Das Ding. So. Kommt. Wo ist er? Dahin. Ich glaube schon, ne? Und eine mit F drehe ich das oben, ne? Ja, genau. Nein! Mit, wo ist es? Spiegeln, G. Oh, die müsste dann exakte Mengen hier hinkommen, ne? Ja, ich mache erstmal eine normale Wand. Wo ist sie? 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 Die normale Wand. Das hat mich total aus dem Konzept gebracht. So, Hier, gebogene halbhohe Graswand mit Zinn. Warum gibt es die nicht hier? Gebogene halbhohe Graswand. Pilzwand. So, wenn ich das so weitermache. Halbhohe Graswand, ne? Aber mit Zinn gibt es die halt nicht. Finde ich ein bisschen gemein. Ja, was soll's. Kann es nicht ändern. Kann immer wieder eine E-Mail schreiben und sagen, da das ist so nicht richtig. Das gefällt mir nicht. Kann ich machen. Aber vielleicht ist es ja zu kompliziert. Für die. Ja, das ist. Hä? Hallo? Nee, da muss ich. Das muss doch. Nee, das ist nicht richtig. Da ist. Irgendwas ist hier falsch. Warte. Ach. Irgendwas ist hier komplett falsch. Der hier ist falsch. Dann ist der auch falsch. Ich muss gucken gehen. Also das ist hier richtig. Bleibt doch so. So, was habe ich denn hier gemacht? So, der geht. Ah, ich habe erst die Wand gebaut. Okay, ich erinnere mich. Und die Wand gebaut. Und dann ging das. Alles klar. Ja gut. Aber... auf die Uhr. Das werden wir tun. Es geht schon wieder los. Das werden wir dann beim nächsten Mal machen. Ich ja, bedanke mich fürs Zuschauen. Ein bisschen was haben wir geschafft. Nicht viel. Ich habe mich tausendmal versprochen und ja, okay, tut mir leid. Und ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Aber gebt bitte Feedback, was den Kanal angeht. Warum das jetzt scheiße läuft. Ob es an mir liegt oder an... keine Ahnung. Ich glaube, es liegt an mir, aber ich muss halt wissen, was ich falsch mache. Okay, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann morgen. Gehabt euch gut und tschüss.